zusammen, Kai Matthias hier für die Industriearena für Voice of CNC. Wir befinden uns auf der AMB auf dem Stand von Renishaw. Links neben mir Felix Wurz, Anwendungstechniker bei Renishaw. Und wir würden gerne über ein paar Innovationen, über ein paar Neuheiten sprechen. Renishaw, kein unbekannter Name, wenn es um Messtechnik, Sensorik, aber auch sehr wichtig in diesem Jahr, auch Prävention geht und ein bisschen Nachhaltigkeit. Und wir stehen hier vor einem ganz besonderen Exponat, dem NC4 Plus, richtig? NC4 Plus Blue. Die Farbe im Namen hat auch seinen Grund. Normalerweise kennen wir das rote Laserlicht. Wir arbeiten hier mit dem blauen Laserlicht. Blaues Laserlicht hat eine viel kürzere Wellenlänge und wir können so Kleinstwerkzeuge sehr viel genauer vermessen. Also das heißt, noch viel genauer, wenn es darum geht, im Nanometerbereich vielleicht schon. Na, ganz so weit sind wir noch nicht unterwegs. Das Gerät hat eine Wiederholgenauigkeit von 0,5 μ. Ja, und das bei einem sehr, sehr kompakten Design. So befindet sich auf jeder Maschine Platz für diesen Laser. Okay, ja. Ja, schon mal sehr, sehr gut. Vor allem wichtig für eure Kunden, die nachhaltig arbeiten wollen. Wir würden gerne noch ein zweites Fokusthema beleuchten. Ich richte meinen Blick gerade hier drüben auf die Exponate. Ja. Und wenn wir uns da mal kurz rüber begeben können, weil ich sehe, ihr seid eine Firma der Extreme. Hier sehen wir den kleinsten Funkmesstaster der Welt. Der ist komplett kabellos und für sehr, sehr kleine Maschinen geeignet. Den haben wir extra entwickelt für Medizin und Schmuckindustrie, wo die Anforderungen einfach an die Baugröße extrem sind. Eines eurer Highlights und Innovationen ist auch der Äquator, den wir uns drüben vielleicht mal ganz kurz anschauen wollen. Dafür gehen wir mal an Station Nummer 3. Ja. Das ist der Coolsetter, der. Ja, wir befinden uns jetzt an Station Nummer 3, der Äquator 500, um genau zu sein. Und lass uns doch hier auch mal auf die Innovation oder auf die Neuheiten angehen. Warum ist das zum Beispiel ein Gamechanger in der Branche? Der größte Vorteil, den wir hier beim Äquator einfach haben, ist dieser, dass wir ihn fertigungsnah einsetzen können. Sprich, er kann direkt neben der Bearbeitungsmaschine stehen, kann auch mit der Bearbeitungsmaschine vernetzt werden und Korrekturdaten direkt auf die Maschine aufspielen. Dadurch, dass wir mit dem Komparatorprinzip arbeiten, spielen Umwelteinflüsse nur eine untergeordnete Rolle, sprich Wärme und so weiter und so fort. Deswegen ohne Messraum direkt in der Fertigung schnelle Prüfmessungen machen zu können. Da wollen wir unseren Kunden natürlich ermöglichen, nur so viele Gutteile wie möglich zu produzieren und nicht Ausschuss zu fahren. Ja, mega spannend. Und was am Ende noch wichtig sein wird, und das würde ich gleich als abschließende Frage stellen, wenn es um die ganze Vernetzung dieser ganzen Themen geht. Und dafür schauen wir uns einmal kurz Renishaw Central an. Dafür geht es an so Station Nummer 4. So, gerade eben ist das Stichwort Renishaw Central gefallen und wir würden gerne gemeinsam ein bisschen über das Thema Vernetzung und Zukunftsaussichten im Bereich der Vernetzung bei Renishaw sprechen, denn Konnektivität ist, glaube ich, auf jeden Fall, womit man zukunftsweisend unterwegs ist, vor allem die Konnektivität eurer Gerätschaften und ich kann auch hier schon lesen, mit Zugriff über Smartphone und Tablet, also wirklich eine automatisierte, sehr digitale Lösung und vielleicht können wir mal ganz kurz drüber fliegen, was wir hier sehen. Genau, also das ist jetzt unsere Gesamtübersicht. Hier sehen wir alle Maschinen und Geräte, die in Central eingebunden sind und miteinander vernetzt sind. Dabei ist völlig egal, ob es ein Renishaw-Gerät ist, von welcher Marke die Bearbeitungsmaschine ist oder welche Steuerung sie hat. Wir können dort mit allem arbeiten, die Daten hier einfließen lassen und mit den Prüfergebnissen vom Messgerät oder von der Maschine Korrekturen fahren. Wir können Prozesse steuern, etc., etc. Ja, sehr, sehr schön. Dann würde ich sagen, vielen, vielen Dank für diesen schönen, aber kurzen Einblick und vielleicht auch Ausblick, was Renishaw für die Zukunft so bereithält. Schön, dass du dir ein bisschen Zeit genommen hast, Felix. Vielen, vielen Dank. Ja, gerne. Danke.